Für Michael Kruse und Anna von Treuenfels-Frohwein war es der erste Auftritt im neuen Amt. Der Herbstempfang der FDP im Rathaus. Bis zuletzt war über die Nachfolge von Katja Suding spekuliert worden. Mit einer Doppelspitze hatten die wenigsten gerechnet. Wir haben einfach geguckt, was die logische Schlussfolgerung aus dem, was wir die ganzen letzten Jahre schon praktiziert haben. Und da haben wir eben zusammen die Fraktion aufgebaut, schon seit dem Jahr 2011 zusammen. Und das ist das, was wir jetzt auch konsequent weiterführen. Von ihren neuen Plätzen aus wollen der Wirtschaftsfachmann Michael Kruse und die Bildungs- und Justizexpertin Anna von Treuenfels-Frohwein noch mehr Druck auf den Senat machen. Die erste Sitzung war super. Wir haben wieder zusammen den Bürgermeister ein bisschen angegriffen. Das ist auch unser Ziel, dass der mal ein bisschen von seinem hohen Ross runterkommt. Haben wir in der letzten Sitzung ja auch schon gemacht in der Aktuellen Stunde. Und die neue Funktion ist eigentlich für uns, wir sind ein gut eingespieltes Team und haben das genauso gemacht wie sonst auch und hat Spaß gemacht. Auch an der Fraktionsspitze der AfD gibt es nach der Bundestagswahl ein neues Gesicht. Alexander Wolf hat sich bisher vor allem mit Europapolitik, Schul- und Sportthemen befasst. Künftig wird er gemeinsam mit Jörn Kruse die Fraktion anführen. Das Schöne daran zu zweit ist, dass wir im Team uns gut ergänzen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Mehrwert, stärkt uns gemeinsam, die Fraktion und unsere Arbeit. Sein Co-Vorsitzender Jörn Kruse kann inzwischen auf eine gut zweieinhalbjährige Erfahrung als Fraktionschef zurückgreifen. Zuerst alleine, dann, wenn auch nicht ganz freiwillig, als Teil einer Doppelspitze. Wir sind ja eine kleine Fraktion. Sie wissen, wir sind nur 7 und da kann man keine große Hierarchie aufbauen. Da muss man alles kollegial machen. Das haben wir damals gemacht. Und ich bin zuversichtlich, das mache ich mit Herrn Wolf jetzt auch. Sabine Bödinghaus und Cansu Özdemir bilden die dienstälteste Doppelspitze in der Bürgerschaft. Als sie 2015 ankündigten, in Zukunft gemeinsam die Linksfraktion anzuführen, reagierten viele mit Skepsis. Ich kann nur sagen, dass es eine gute Entscheidung ist für uns aus unserer Sicht und dass es einen wirklich zusammenbringt, dass man sich auch gegenseitig natürlich verpflichtet, sich abzusprechen und nicht einfach mal loszulaufen, weil man ist alleine vorne an der Spitze und kriegt gar nicht mehr so richtig mit, was hinter einem passiert. Mehr als 30 Jahre trennen die beiden Fraktionschefinnen. Die Zusammenarbeit läuft ohne Konflikte, sagen sie. Im Gegenteil, das ist auch sehr entlastend, weil man die Aufgaben auch gut verteilen kann. Zum Beispiel gibt es Bereiche, die halt Frau Bödinghaus mehr liegen und Bereiche, die dann vielleicht mir mehr liegen. Die drei kleinsten Fraktionen und ihre Doppelspitzen. Für den Steuerzahler entstehen dadurch übrigens keine zusätzlichen Kosten.